Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal von FIFA. Ich würde sagen, wir starten rein mit dem Video. Let's go! Leute, ihr könnt schon sehen, hier einmal und zwar zwei neue Packs sind geleakt worden. Einmal das World Cup Hero Pack, maximal 89er Rating und ein 86 plus Team of the Week Pack. Dazu gibt es heute dann Investitionsmethoden. Ich zeige euch jetzt gleich nochmal die besten Pulls, die man daraus ziehen kann. Einmal, da gehen wir zuallererst hier einmal auf das Team of the Week ein und das ist natürlich geisteskrank. Hier Neymar, Mbappé, Salah, De Bruyne. Ja gut, die schlechtesten sind dann Dzeko, Hofmann, De Ligt. Gut, will man nicht unbedingt haben, aber wenn man hier so einen zieht, ist es auf jeden Fall sehr sympathisch und ich denke auch, dass die diese Anforderung nicht zu teuer machen werden, weil EA will Geld. Bedeutet, die müssen vor dem Black Friday, müssen die unbedingt vorher nochmal eine geile SBC bringen, damit alles teuer ist, sonst zieht keiner Packs. Bedeutet, müssen die machen, deswegen werden die das Pack auch ein bisschen billiger machen, schätze ich mal, weil die, wie gesagt, Geld verdienen wollen. Jetzt gibt es aber nochmal die besten Pulls hier beim FUT World Cup Heroes maximal 89er. Das ist einmal der Touré für 2,1 Millionen, dann Marichisio 1,3 Millionen, Okocha 1 Million, Guvu 690k und Al-Olverein 650k. Sehr nice Karten auch, vor allem wenn man hier so ein Touré bekommt. Und ich denke auch, wie gesagt, hier werden die Anforderungen nicht zu teuer werden. Und jetzt würde ich sagen, geht es rüber zu den Investitionen, in was man da gut investieren kann, in was man nicht so gut investieren kann. Ich würde sagen, wir gehen rüber. So, wir sind bei den Ratings angekommen und da haben wir echt sympathische Preise. 84er kann man mitnehmen, würde ich nicht All-In reingehen, weil die 84er steigen nie so gut an. Und da der Black Friday kommt, wird alles einkrachen. Bedeutet, bis maximal 2200 Coins kann man ein paar Karten da mitnehmen. Ich schätze, die gehen so auf 2900 Coins ungefähr hoch, wenn so ein Pick kommt oder ein Pack. Bedeutet, bis maximal 2,2 könnt ihr die mitnehmen. Ja, wie gesagt, nicht die besten Ratings. Wenn ihr aber nicht so viel Budget habt, kann man da ein paar mitnehmen, aber nicht zu viele. Das ist ganz, ganz wichtig, weil da kann es auch passieren, dass die nicht ansteigen werden. Also hier so ein kleines Risiko drin. Die 85er Ratings sind sehr, sehr sympathisch. 85er Ratings könnt ihr bis maximal 7500 Coins mitnehmen. Ihr könnt die theoretisch auch mit auf die V-Liste nehmen, 2000 Coins teurer anbieten. Oder ihr lasst die heute halt in eurem Shop, bedeutet, ihr lasst die einfach da und dann verkauft ihr, wenn die ansteigen. Also die werden, denke ich mal, wieder so auf 10.000 Coins gehen. Und ja, dann geht's weiter mit den 86er Ratings. Die könnt ihr bis maximal 13.250 Coins mitnehmen. Das ist wirklich der Maximalpreis. Ich weiß, die sind schon ein bisschen teurer. Denke ich aber, wenn da ein paar Packs ziehen, werdet ihr da auch noch ein paar Karten bekommen. Dann geht's weiter mit den 87er Ratings und das sind auch die letzten Ratings, weil ihr seht, die anderen sind viel zu teuer und da ist wirklich komplett das Risiko, dass die komplett einkrachen und die nicht ansteigen und dann zum Black Friday krachen die ein. Und nochmal kurz zusammengefasst, ihr müsst alle Ratings wirklich vor dem Black Friday verkauft haben, weil da kracht der Markt wirklich sehr, sehr gut ein. Bedeutet, dann geht ihr eben mit 0 Coins raus, wenn theoretisch jetzt nichts kommen sollte, aber das wird EA nicht machen, weil die wollen noch Geld verdienen. Bedeutet, die müssen die Ratings nochmal anziehen lassen, damit auch jemand Packs zieht. Bedeutet, müssten eigentlich die SBCs diese Woche auch kommen. Dann wie gesagt, 87er Ratings bis maximal 17.250 Coins könnt ihr die mitnehmen, sind aber auch nicht meine Favoriten, ist so ein bisschen ähnlich wie die 84er, kann es auch sein, dass die nicht ansteigen. Ich denke schon, dass die so auf 19.000 ungefähr gehen, aber wie gesagt, Risiko wie bei den 84er Ratings. Also die sympathischsten Preise sind die 85er Ratings und die 86er Ratings. Ja, vor allem die Special-Karte kann man sehr gut mit auf die V-Liste nehmen. Also generell alle Special-Karten kann man sehr, sehr gut mit auf die V-Liste nehmen. Zum Beispiel Burufal, Hofmann oder auch die anderen Special-Karten, wenn ihr da ein paar seht, die billig sind. Dann könnt ihr die auch sehr gerne mitnehmen. Jetzt würde ich sagen, gibt es aber nochmal eine Low-Budget-Trading-Methode. Und da ist es auch nicht allzu wichtig, dass ihr die bis Freitag verkauft bekommt. Trotzdem würde ich euch da auch empfehlen, versucht die bis Freitag wegzubekommen. Bedeutet, wir gehen rüber zur ÖV-Liste. So, bei der ÖV-Liste angekommen, könnt ihr schon sehen, das ist eine aus dem Discord. Und da habe ich einmal die besten ÖV-Karten mitgenommen. Da werde ich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Aber ich scroll hier jetzt einmal durch. Ihr könnt das Video, wie gesagt, auf Stopp machen, wenn ihr die Karten sehen wollt. Also ich scroll jetzt hier einmal bis zum Ende einmal kurz durch. So, ihr habt jetzt, glaube ich, alle Karten gesehen. Das waren alle Karten.
Und ja, die könnt ihr genau für diesen Maximalpreis einkaufen. Bedeutet wirklich nur zum Beispiel ein Akanshi bis maximal 1400 Coins oder halt die anderen Karten auch für diesen Maximalpreis. Dann kauft ihr die ein und was ganz wichtig ist, wie ihr die einkauft, ist einmal umgeformt oder mit Chemistry Style Shadow oder Hunter. Bedeutet defensiven Karten mit Shadow, offensiven Karten mit Hunter, ZMs mit Shadow. Hunter ist auch in Ordnung, aber Shadow ist immer ein bisschen teurer als Hunter. So könnt ihr die auch einkaufen oder halt wie gesagt umgeformt. Vor allem hier zum Beispiel ein Nunez könnt ihr hier einmal sehen. Stürmer ist er, aber den kann man auch als LF spielen. Bedeutet, ihr könnt den als LF snipen. Das ist ganz wichtig, entweder mit Shadow, Hunter oder umgeformt, sonst nicht die Karte einkaufen. By way, RV zu RAV bringt nichts, ist das gleiche ungefähr. Und da würde ich dann doch nicht die andere Karte einkaufen. Zum Beispiel Quadrado als RAV ist Blödsinn. Bedeutet, versucht dann wirklich die Karten auch wirklich als andere Position zu nehmen. Oder Stürmer zu MS oder so. Das ist absoluter Blödsinn. Bedeutet, versucht dann wirklich dann diese Karte als LF zum Beispiel zu snipen. Oder halt die anderen Positionen, die möglich sind. Was natürlich auch funktioniert, ist die SBC aus dem Shop zu machen. Da ist dies ja fünfmal Wiederholer ungefähr. Bedeutet, ihr könnt es auch nochmal in dem letzten Video, einer meiner letzten Videos sehen. Da könnt ihr diese SBCs machen. Und dann habt ihr diese Positionskarten, könnt ihr auf die Spieler ballern. Und dann könnt ihr die auch so anbieten. Also wenn ihr keine Snipe bekommt, könnt ihr das theoretisch auch so machen. So, zum Schluss des Videos gehe ich nochmal kurz auf meine UV-Liste ein, die ich gestern im Stream gebaut habe. Und zwar, da gehe ich einmal die Reihen jetzt durch. Wenn ihr die Spieler einkaufen wollt, könnt ihr die gerne so einkaufen. Ich gehe hier, wie gesagt, so ein paar Reihen hindurch. Die könnt ihr, by way, auch natürlich mehrmals einkaufen. Ihr seht, das ist jetzt einschließlich bis zum Crouch, danach nicht mehr einkaufen. Das sind noch Karten von letztem Mal. Kostic könnt ihr natürlich mitnehmen. Aber bis zu Crouch, danach, wie gesagt, nicht mehr mitnehmen. Den Rest könnt ihr genau so mitnehmen. Ich habe jetzt hier auch schon 3 Verkäufe ganz am Anfang gemacht. Ihr könnt es hier sehen. Und das war jetzt auch nach einmal anbieten. Bedeutet, die klappt auch sehr gut. Also, wie gesagt, könnt ihr genau so einkaufen. Und ja, wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Lasst gerne ein Like, Abo da. Haut rein, Leute. Und damit.